So, das Haus haben wir einen Auftrag gegeben. Jetzt kann ich Leertaste drücken, glaube ich, ne? Verstehe. Habe ich mal getestet. Pfeiltasten? Ne, ist das gleich wie WASD. Das ist ein bisschen komisch. Shift geht schneller. WS ist links, rechts. Ach, mit P. Ja, mit P. Ich muss das mit P umschalten. Jetzt geht's viel besser. Oh ja, Gott sei Dank. Das war P. Das konnte ich vorher nicht ganz ausmachen im Tutorial. Oh, tausendmal besser. Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich bin beruhigt. Jede Reaktion beeinflusst das Verhalten eines Sterblichen. Das Erfüllen eines Gebets gewährt der Gebetspunkte, die zum Levelaufstieg nötig sind. Machen wir folgendes. Finde einen betenden Sterblichen im Gebet und erfülle es. Toll. Schließlich brauchst du 5 Anhänger für den Levelaufstieg. Im oberen linken Bereich kannst du ein Symbol für die Gottheit sehen, die in diesem Spiel involviert ist. Pleasure und du. Pleasure ist weiter als ich. Die Symbole sind von links nach rechts sortiert, basierend auf der Anhängerzahl einer Gottheit. Verdammt. Mehr Leute glauben an Pleasure als an mich. Oh. Hauptziel eines Spiels ist es, mehr Anhänger als einen Feind anzusammeln. Die angezeigte Zahl gibt die Anzahl der aktuellen Anhänger an, während der innere Ring repräsentiert. Der innere Ring? Wie viele Anhänger bereits für den Levelaufstieg gesammelt wurden? Der äußere Ring. Äußere Ring? Wie viele Gebetspunkte bereits für den Levelaufstieg gesammelt wurden? Fahre mit der Maus über das Symbol, um alle Details zu erfahren. Level 1, Level 1. Moral 100. Ich habe Moral 7. Jetzt hast du die Grundlagen. Was? Die Weltherrschaft ist schon zum Greifen nah. Nicht vergessen, Mana ist knapp. Geh und such ein paar uralte Relikte. Hier ist Turbinator. Ein Name für die Geschichtsbücher. Mein Name ist Erik und ich begrüße diese Botschaft. Eine weitere wichtige Macht, Zeitkontrolle. Du kannst auf das Spiel Zeit-Tag-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken, um das Spiel zu pausieren oder fortzusetzen. Kann ich nicht, weil Tobi da ist. Wenn das Spiel nicht pausiert ist, kannst du auf dem Zeit-Tag-Symbol linke Maustaste gedrückt halten, um die Zeit zu beschleunigen. Lass dir Zeit, drücke einfach Eingabe, wenn du bereit bist. Ich kann halt nicht, weil... Es geht nicht. Guten Morgen, hier ist Turbinator. Was für ein toller Name. Jetzt erkläre ich dir, wie man Ressourcen sammelt und ablegt. Momentan kannst du nur Ressourcenholz sammeln. Level für Level wirst du die Macht erhalten, auch andere Ressourcen zu sammeln. Halt die Taste C, um zum Sammelmodus zu wechseln. Während du die Taste C hältst, erhältst du zusätzlich... Ja, ein Baum, halt die linke Maustaste, um 5 Holz zu sammeln. Halt auch die Taste C. Toll, Bäume wachsen jeden Tag langsam nach. Du kannst überprüfen, wie viele Ressourcen gesammelt wurden, indem du die Maus auf mich bewegst. 10 von 25, Imp of you. Lass uns 25 Holz sammeln. Das ist noch ein Holz ist auch noch da, oder? 20 von 25. Die Menge der Ressourcen, die ich sammeln kann, steigt mit deinem Gottheitslevel, aber ich kann immer nur eine Ressourcenart auf einmal sammeln. Machen wir etwas aus den gesammelten Ressourcen. Du kannst Ressourcen entweder bei einer Siedlung oder deinem eigenen Altar ablegen. Das Ablegen von Ressourcen an Siedlung unterstützt die du als Glaubenspunkte. Das Ablegen von Ressourcen an meinem Altar wandelt diese Mana um. Deine Entscheidung. Ich bringe ihn im Dorf. Aber wie? Halt die linke Maustaste. Hauptgebäude, was? Oder deinem Altar über ein Hauptgebäude, das hier zum Beispiel Dorfzentrum. Haben wir gemacht, ne? Du kannst Ressourcen auch bei deinen eigenen Siedlungen einsammeln, dabei verlierst du allerdings Glaubenspunkte. Das waren alle Tutorials, den Rest musst du selbst herausfinden. Da du ja allwissend bist, dürfte das kein Problem sein. Ach, na endlich. So, aber glauben die schon an mich oder sind die immer noch... Na, die glauben immer noch ein bisschen an Mutter Natur.
Weiß ich nicht. Oh, was ist denn hier? Inspirieren. Mit deiner Aufmerksamkeit segnen. Ah, der glaubt ja schon an uns, ne? Oder, warte mal, nee, wir waren blau. Ich inspiriere den jungen Mann mal. Kann ich irgendwie diesen Marker hier wegmachen? Okay. Huch. Ah, die Nacht. Alle Sterblichen ruhen und träumen ihre Träume. Ihre Träume wirklich? Als mächtige Gottheit kannst natürlich du entscheiden, wovon sie träumen. Und diese Träume werden ihre Entscheidung beeinflussen. Jetzt kommt das erst. Die meisten Manipulationen können am Hauptgebäude eines jeden Dorfes ausgeführt werden. Schauen wir mal. Außenposten gründen, Nahrung senden. Ich sende mal Nahrung. Was? Ich verstehe nicht ganz. Grundlegendes Gebäude bauen. Eine Schule. Plus 10, plus 6 Glaubenspunkte bei einer Schule? Wir gründen Wissenschaft und dann glauben die an Gott? Baue Kasernen, Tempel bauen. Ich mache eine Schule. Wir bringen da mal bei, ne, dass ich hier Gott bin. So. Was ist denn hier los? Zillisser Duden. Was ist Ihr Wunsch? Plündere ein Dorf. Nein. Will ich nicht. Oh nein! Ja, entschuldige bitte, was ist denn das für ein Wunsch? So, was willst du? Baue Kasernen! Vielleicht später. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. So. Ja, das Spielprinzip ist wie Black and White. Ist aber momentan noch eine sehr, sehr frühe Version. Dum, dum, dum. Okay, Soundeffekte machen mich fertig. Die sind mega laut bei mir. Ich hab's bei euch, oh, ich hab's bei euch leiser gemacht, glaube ich. Kann ich denn jetzt, wer ist denn hier von mir noch nicht überzeugt? Ich bin blau. Okay, die Blauen sind auf unserer Seite, ne? Wer braucht denn noch ein bisschen Input? Fänd's schön, wenn wir das schon von außen ein bisschen sehen würden. Vielleicht bei so On Mouse Over hier mit drin. Dass ich nicht jeden einzeln anklicken muss. Blau. So. Ah, der Name ist dann blau. Ah, okay. Ja, dann sieht man das. Okay, dankeschön. Dann gibt's das ja schon. Nice. Was ist denn das? Unterdrücken. Es soll regnen. Na, dann machen wir mal. Ja! Ja! Okay, was macht denn der da hinten? Glaube an! Ja! Glaube an mich, du Toffel! Warum glaubt ihr nicht an uns? Na! Ah, immer noch gelb. Dieser Ungläubige. Ja! Ja! Ermächtigen. Ja! Inspirieren ist das Falsche. Darf ich nur Liebe verteilen? Kann ich nicht andere Sachen machen? Muss ich Liebe? Okay. Also. Okay. Dann werde ich das nächste Mal wieder Liebe verteilen. Hm. Liebe für Liebe. Manche Häuser sind komisch platziert. Hä? Was meinst denn du? So. Was ist mit Liebe? Entspannen, inspirieren.
Aber wo komme ich? Ich kann nur noch inspirieren, ne? Das Liebe verteilen ist weg. Wo ist denn das? Wo ist das Liebe verteilen hin? So, was willst du? Wunder ermächtigen. Ich gewähre dir das. Und wen soll ich ermächtigen? Conrick Doden. Da steigt der Glaube. Okay. Oh, der Glaube steigt. Was hier? Im Himmel ermächtigen. Ziel sie selbst, was? Ich nehme das Gebet mal an. Ich ermächtige dich. Ja, sehr gut. Oh, die Macht. Die Macht durchströmt mich. So. Da hinten ist, was ist da hinten? Anhalten ist Wunder, inspirieren, aber da kann ich nichts machen, ne? Ziel Tartos. Mutter Natur? So, oh, die Schule ist gebaut. Guck mal. Wow, das geht aber schnell. Ja, sie glaubt bereits an uns. Und damit werden wir jetzt auch die Jüngsten beeinflussen. Nun denn. Ja, Arthos? Liebe verbreiten. Gottheit? Nicht genug Zeit übrig. Achso, der Tag endet. Okay. Ja, der Tag endet. 4. Baue Holzfäller. Das nehme ich an. Hurra! Grundlegendes Gebäude. Friedhofplan. Lass Bäume wachsen. Oh, Taverne, nice. Baue Hütten, Wohnortplan, lass Bäume wachsen, Fruchtbarkeit erhöhen. Wo ist denn der Holzfäller? Ich kann keine Holzfäller bauen. Oder ist das ein helfendes Gebäude? Grundlegend. 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 Unterstützend. Händlerzelte. Extensions. Nö. Nö. Weiß das jemand von euch? Muss, glaube ich, erst Bäume einpflanzen. Nee, bitte kommt mir nicht mit Glauben, ja? Mit Glauben kann ich nichts anfangen, ich bin ein Gott. Ihr müsst schon wissen. Kann Holzfäller bauen. Okay, da steht's aber auch. Okay. Dann bauen wir einen Holzfäller. Baue Holzfäller. Achso. Da steht's aber Baue Holzfäller. Hä? Wieso steht hier Baue Holzfäller? Ach, da ist das. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir Holzfäller bauen. Drücke die Tasteneingabe. Ja. Du kannst dir auch neue Gebäude bauen lassen. Sieh dir anderen Traumblasen an. Es gibt zwei verschiedene. Ja, weiß ich schon. Danke, Tobi. Ja, Tobi. Ich weiß, Tobi. Ja, Tobi. Lass mich in Ruhe, Tobi. Ja, Tobi. Tobi. Ja. Tobi. Was? Man hat schon seinen Kummer mit diesem Kobold. Was soll ich euch sagen? Nee, ich habe die Demo gar nicht gesondert bekommen. Ich habe mir nur installiert, als sie verfügbar war. Und habe die seitdem nicht gelöscht. Ich habe die seitdem installiert, weil ich wollte immer spielen. Und habe es nie gemacht. Und zum Glück ist sie noch in der Bibliothek. Aber... Nun. Baue Hütten.
Ich fall vom Glauben ab, wenn du das nicht tust. Okay, ich mach's mal an. Gebet annehmen, hurra! Hütten. Wie baue ich denn Hütten? Wohnortplan. Was sie darin machen, weißt du nicht genau, aber sie alle wünschen sich ein schönes Zuhause. Plus eins Wohnort. Ist doch das, ne, mit Hütten bauen. Müsste das hier eigentlich sein. Hoffe ich. Hoffe ich. Warum mit der Maus? Wenn aktuelle Ressourcen fehlen, kannst du trotzdem eine Baustelle errichten. Drücke die Taste Eingabe. Ja. Du kannst ja auch neue Unterstützungsgebäude bauen lassen. Ja! Ich lese gerade, aber die Demo kann man noch runterladen. 8,5 GB. Okay. Ach, die 2 Tage sind in-game. Ach so. Das erklärt die Zeit. Okay. Du kannst ja auch neue... Ja, Tobi! Mann, lass mich in Ruhe! Tobi, hör auf jetzt! Geh einfach weg! Da! Ah. Lade die Demo gerade runter. 8,5 GB. Okay, nice. Also geht's über Steam doch noch. Ja, ich kann hier nichts mehr bewirken, glaube ich. Ich muss die Nacht beenden. Ich bin nur verzweifelt wegen Tobi. So. Da-dam-dam. Höret, höret, ihr lieben Bürger. Oh Gott. Pleasure ist uns weit voraus. Weit voraus. Aber gut, erste Runde ist immer die Lernrunde, ne? Konrik. Wieso kann ich keine Liebe verbreiten? Was fehlt mir dafür? Wir haben 5 Blau, 5 Mana kostet das und wir haben 21. Gottheit, du bist die Hauptgottheit in Uisten. Achso, der ist ja schon. Ne, glaub an Mutter Natur, Gold. Wieso kann ich keine Liebe mehr verbreiten? Wunder inspirieren. Dann nehme ich mal an. Ja! Ja! Weil die Liebe voll ist. Huch! Oh, ich bin wieder aufgestiegen. Neue verfügbare Wunder schlagen mit einem Blitzschlag zu. Heilung vor Wunder schützen. Verlieben. Nicht liebenswert. Mana-Generierung pro Anhänger. Plus 5%. Okay. Du hast geschafft. Toll. Verlieben. Oder nicht liebenswert. Einfach nur hässlich. Diesem Kollegen kommt heute Nacht keiner zu nahe. Surreal. Zerstreuen. Vernebel den Geist mit finsteren Gedanken. Ja, und hier ermächtigen. Okay. Vor Wunder schützen. Okay. Ja. Ja, ja. Schule. Kann ich irgendwas machen? Effekt. Bei Gebäuden selber kann ich nichts machen, ne? Okay. So, was wir machen könnten, ist natürlich hier. Nein. Kann ich auch hier? Üben wieder. Okay. Wieso ist der Baum geschrumpft? Ich habe Holz gerade gesammelt. So. Für unsere Einwohner habe ich ein bisschen Holz gesammelt. London. Oh, Heilung beende den Schmerz. 70%. 70%. 8. Plus ein Glaubenspunkt. Plus 6 Glaubenspunkte. Wir brauchen irgendwas mit mehr Glaubenspunkten. Hat alles nur plus 1. Mann, ich will Liebe verbreiten. Ich würde gerne Liebe verbreiten, aber leider.
Ach stimmt, ich kann ja... Heilung inspirieren. Wieso kann ich keine Liebe verbreiten? Bürgerzahl 1426, Ressource Wissen, Energie, Ressource Stein, Ressource Gold. Wir sollten noch mal gucken, können wir Steine sammeln? Nee, ne? Nee. Steinbruch kann hier gebaut werden, aber wir kriegen leider keine Steine. Gibt's kleinere Steine? Nein. Ich würde Liebe verbreiten, aber es geht nicht. Mit T kann ich übrigens keine Pause mehr machen, ne? Ich drücke T, es passiert nichts mehr. Würde gerne Pause machen, weil es langsam dunkel wird. Ja, wollen wir mal ein bisschen Liebe hier verlieben. Dieser Sterbliche bekommt morgen Kinder, wenn es überhaupt Kinder gibt. Ja, gönn dir ein bisschen, ne? Den alten Lachs noch mal zappeln lassen, komm. Oh, 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 oh. Boah, es ist laut hier. So. Luradi, komm. Lass krachen. Oh, Junge, wie die rennt. Oh, wie die rennt. Oh, oh, oh. Gerade noch pünktlich nach Hause. So, was können wir noch machen? Will jemand, haben wir ja Sonderwünsche hier? Natürlich. 2, 3. Was gibt's denn hier Schönes? Was willst du? Plündere ein Dorf. Nee, mach ich nicht. Oh nein. Hör auf, dir das zu wünschen. Baue Taverne? Das mache ich gerne. Hurra! Okay, baue Taverne. Taverne. Oh ja. Wenn ihr an mich glaubt, ja, dann entsteht über Nacht eine Taverne. Ihr müsst mir nur euren Glauben schenken. Alles andere passiert von selbst. Fruchtbarkeit erhöhen, bereite Landschaft für ein paar Bauern und Bäuerinnen vor. Kein Bauernhof. Ach, die Fruchtbarkeit vom Land. Ach so. Na gut. Baue Bauernhof. Ach so. Ich hab schon gedacht. So, noch ein Bauernhöfchen. Ich glaube so hart. Taverne, komm zu mir. Komm gleich. Hier wird Korn angebaut und da wird's ausgetrunken. Da hinten ist ja auch noch was, ne? Wohnort. Warum bauen die so langsam? Los, baut! Oh, ich hasse Pleasure. Aber wir sind hier auf dem Fersen. So, ich kann leider... nee. Immer noch keine Liebe verbreiten. Verwunder schützen. Plus ein Glaubenspunkt. Ermächtigen. Plus ein Glaubenspunkt. Ich inspiriere nochmal. Ja! So. Die Kinder glauben an uns. Das ist schon mal gut. Die Dürdens glauben alle an uns. Konrik, bist du schon wieder? Ich heile dich. Von all deinem Leid. So. Was? Ich hoffe, dass Gott nicht spontan meine Fruchtbarkeit erhöht. Hast du einen eigenen Charakter darstellen können? Nein, ich bin Gott. Mein Charakter ist die Essenz aller Dinge. Oh, was ist denn hier los? Was ist? Schlage mit einem Blitzschlag zu. Nein, nein, nein. Vielleicht bei den Feinden.
Was ist da hinten? Kampf! Ein Kampf ist im Gang. Oh. Ja, das ist halt, wenn man, ne, wenn man an andere Götter glaubt. Das ist natürlich doof. Naja. Wir sorgen uns um unser Dorf. Ermächtigen. Auf Finnas. Sag mal her, nehme ich an. Wo ist denn Finnas? Da. Finnas, ich ermächtige dich. Yo, wir führen. Du hast geschafft, toll. Ja. Oh, der Glaube. Der Glaube unserer lieben Bürger. Guck mal hier, neuer Bauernhof. Und hier die Taverne, Leute. Ich hätte dich ganz gerne jetzt in der Taverne. So. Gut. Dann... Glaubt jemand noch nicht an mich? Ach, Nixios, was kann ich dir denn Gutes tun? Ich beende deinen Schmerz. Ja! Und ich ermächtige dich. Ja! Glaub an uns und jetzt geh knattern. Ja! Im Namen des Herrn. Bringe den Lurch. Achso, das ist er, ne? Der ist geheilt und alles. So. Äh, 15 zu 12. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen Kette geben, ne? Will noch jemand, Ideen für Gebete? Leute? Ich würde Gebetsideen noch annehmen, ne? Anhaltendes Wunder. Hör auf mit deiner scheiß Heilung da drüben. Die glauben halt schon alle an mich. Es ist schwierig, hier Ungläubige zu finden. Was eigentlich gut ist. Konrik. Konrik, was ist denn hier los? Ja! 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 So, viel Spaß. Leider schwer. So. Gleich haben die wieder Wünsche. Da-dam-dam-dam. Danke fürs Spielen. Ach, schade. Wir hoffen, dir hat das Spiel gefallen. Es wäre super, wenn du zum Anschluss ein wenig Feedback geben könntest. Gerne kannst du Vater Deum auch deiner Wunschliste auf Steam hinzufügen. Schon längst gemacht. Uah, was? Jetzt geht Edge auf. Oh, hab ich mich erschrocken gerade. Geht hier aber was auf.